Die Maltechnik des Argentiniers Leandro Granato ist nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack. Bunte Tränen weint der Mann aus Buenos Aires und lässt die Farbe auf die Leinwand tropfen. In seinem Atelier zeigt der Künstler, wie man Tränenbilder weint. Die ungewöhnliche Malweise war anfangs eine Form von Therapie. Als mein Großvater starb, sollte ich die Begräbnisfeier organisieren, war aber nicht dazu imstande, meinen Schmerz auszudrücken. Ich konnte nicht weinen. Ich machte bereits seit ein paar Jahren Bodypainting und fragte mich, ob es möglich wäre, mit meinen Tränen zu malen. Ich fing an, damit zu experimentieren und nach gut 2 Jahren entstand mein erstes Bild. Der Malstil verlangt eine gewisse Überwindung und Körperbeherrschung, denn die wässrige Farbmischung gelangt durch die Nase in den Tränenkanal und tritt entweder spontan oder nach leichtem Druck durch die Tränendüsen wieder aus. Meine Technik erregt Interesse, löst aber auch ein Gefühl der Ablehnung aus. Sie sorgt für Begeisterung und Abscheu. Das macht eine Ausstellung doch erst spannend, weil sie die Gefühle der Menschen anspricht. Viele reagieren in der Tat geschockt auf die extreme Tränenkunst, wie die Jury einer deutschen Fernsehcastingshow, an der Granato im vergangenen Herbst vergeblich teilnahm. Der Künstler weint der Sendung keine Träne nach. Und wenn, dann tintenblau oder grasgrün.